Heute geht es um einen der All-Time-Klassiker ever, und zwar um den Air Force One. Ja Leute, diesen Schuh kennt vermutlich fast jeder und mittlerweile gibt es ihn in verschiedensten Variationen, in verschiedenen Farben, mit Leder, mit Stoffen etc. Und diesen Schuh kann man einfach perfekt kombinieren und ist einfach, ja, schon ein Klassiker, kann man schon sagen. Einfach ein richtig cooler Klassiker, den man auch wirklich sehr nice kombinieren kann. Und damit dieser All-Time-Klassiker auch immer perfekt aussieht, gibt es heute von mir ein paar Tipps dazu. Erster Punkt, ganz wichtig, und zwar versucht diesen Schuh einfach nicht zu fest zusammenzuziehen. Denn der Schuh an sich ist ein relativ klobiger Schuh, einfach ein etwas breiterer Schuh. Und wenn ihr so einen breiteren Schuh, jetzt zum Beispiel auch diese Ledervariante hier, die ich habe, einfach zu fest schnürt, A, sieht das nicht cool aus und B, könnt ihr auch so das Leder kaputt machen. Denn wenn ihr das einfach zu fest schnürt, dann kann das Leder zum Beispiel reißen, auch gerade dann, wenn ihr zum Beispiel euren Fuß abrollen wollt. Heißt, schnürt den Lederschuh auf jeden Fall nicht zu eng, egal ob High-Top oder Low-Top, egal welche Variante ihr da habt, sondern versucht den Air Force One einfach ein bisschen entspannter zu schnüren. Das ist A, wesentlich besser und angenehmer für euch und auch besser für den Schuh. Und es sieht bei diesem Schuh einfach auch wesentlich besser aus. Zweiter Punkt, du solltest die richtige Hose zum Sneaker auswählen. Auf gar keinen Fall eine mega skinny Jeans zu einem Air Force One tragen, denn das sieht komplett daneben aus. Denn das sieht irgendwie so aus, als ob du so Clownsfüße hast und so Streichholzbeine, und das passt irgendwie gar nicht zusammen. Was ich auch nicht machen würde, ist die Kombination mit etwas breiteren Hosen, die jetzt zum Beispiel auch wieder in sind. Denn wenn du zum Beispiel sehr breite Hosen trägst, so Baggy-mäßig, und dazu noch eine Air Force One, da siehst du eigentlich eher so aus wie so ein Rapper aus den 90ern. Wenn du das möchtest, okay, dann go for it. Aber wenn nicht, dann lass es lieber sein. Deshalb meine Empfehlung, versucht einfach lieber eine ganz normale Straight Jeans zu nehmen, also einfach eine schön gerade geschnittene Jeans. Sieht mit einem Air Force One wesentlich besser aus. Oder auch zum Beispiel eine Crop Trouser. Eine lässige Crop Trouser in Kombination mit einem Air Force One kann auch sehr gut aussehen. Ganz wichtig nur an dieser Stelle, versucht einfach Hosen zu wählen, die nicht über den Schuh liegen, ja, vielleicht kurz davor oder einfach, dass ein bisschen Luft ist, dass man den Knöchel noch sieht, denn so sieht es meiner Meinung nach tatsächlich am coolsten aus. Und auch auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, ihr solltet natürlich den gesamten Overall-Look, wie ihr den Sneaker kombiniert, natürlich auch im Hinterkopf haben, denn das macht natürlich am Ende des Tages auch einiges aus. Dritter Punkt, ein Air Force One sollte auf jeden Fall immer schön sauber sein, denn Air Force One ist einfach ein Eyecatcher bei einem Outfit, und gerade dann, wenn es zum Beispiel ein Highlight-Piece bei einem Outfit ist, dann muss der Schuh einfach sauber sein. Auch aus dem Grund natürlich, weil es ein eher klobiger Sneaker ist. Heißt, wenn du einen Air Force One trägst, bitte achte darauf, dass der Sneaker wirklich sauber ist. Air Force One gibt es natürlich in verschiedensten Varianten. In Glattleder, zum Beispiel so wie ich ihn jetzt trage, da reicht es manchmal vollkommen aus, dass man einfach ein bisschen mit einem feuchten Latten drüber geht oder die einfach ein bisschen abbürstet. Dann sind die meistens schon relativ schnell wieder sauber. Sucht euch aber die passende Pflege für eure Schuhe aus und pflegt sie regelmäßig. Es gibt natürlich auch verschiedene Air Force One Modelle mit verschiedenen Ledervarianten, zum Beispiel mit einem Wildleder oder zum Beispiel auch mit Stoff. Von daher sucht euch die richtige Pflege aus, wichtig nur regelmäßig. Falls ihr die Variante habt, die ich jetzt zum Beispiel hier habe, also eine ganz weiße mit Glattleder, dann kann ich euch auch an dieser Stelle auch empfehlen, einfach hin und wieder mal die Schnürsenkel auszutauschen. Denn Schnürsenkel auszutauschen kostet nicht viel, vielleicht 1, 2, 3 Euro. Und wenn man die Schnürsenkel austauscht, dann hat das wirklich einen richtig großen Effekt, gerade dann, wenn die Ledersneaker weiß sind. Vierter Punkt, Socken. Mein Tipp auf jeden Fall, Air Force One mit Socken zu kombinieren. Der Air Force One ist ja grundsätzlich ein relativ klobiger Schuh, und wenn du jetzt zum Beispiel Füßlinge bzw. Sneakersocken dazu trägst, das sieht meiner Meinung nach jetzt nicht so cool aus. Deshalb empfehle ich dir zum Beispiel einfach weiße Tennissocken zu nehmen und den Sneaker damit zu kombinieren. Wenn du zum Beispiel eher auf hochwertigere Socken zurückgreifen möchtest, kannst du das natürlich auch machen. Auch vielleicht zum Beispiel mit einem Muster, geht mit einem Air Force One auch ideal. Du kannst zum Beispiel Socken wählen mit einer Farbe, die sich zum Beispiel im Outfit wiederfindet, um einfach nochmal etwas zu unterstreichen. Du kannst aber auch zum Beispiel jetzt komplett ausgefallene Socken tragen, um einfach hier an dieser Stelle nochmal ein kleines Highlight zu setzen. Und by the way, wenn du grundsätzlich weitere Informationen haben möchtest zum Thema Outfits und Styling, dann check einfach mal den Men's Style Guide aus. Der Men's Style Guide ist ein E-Book und der gibt dir einfach so ein paar Richtlinien bzw. Guidelines mit auf den Weg, die wir Männer einfach kennen müssen, um uns einfach perfekt kleiden zu können. Mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommst du übrigens 20% Rabatt auf dieses E-Book. Ist unten in der Infobox. Check's einfach mal aus. Viel Spaß damit. Point 5. Ganz wichtig. Und zwar Schuhspanner. Gerade wenn du zum Beispiel so einen Ledersneaker hast wie den Air
Air Force One jetzt hier in Weiß, da brauchst du einfach Schuhspanner, wenn du nicht gerade selbst den Schuh trägst. Denn der Schuhspanner verhindert einfach, dass das Leder schnell knittert und du möchtest natürlich lange was von deinem Schuh haben. Deshalb kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, einfach so einen Schuhspanner zu kaufen. Kostet nicht viel. Link dazu findest du natürlich auch unten in der Infobox. Wenn ihr euch Schuhspanner zulegt, dann achtet auch auf jeden Fall auf die Größe. Natürlich auch Schuhspanner gibt es in unterschiedlichen Größen, wie auch natürlich Schuhe. Und meine Empfehlung ganz klar liegt bei den Holzschuhspannern. Denn Holzschuhspanner sind einfach A, wertiger. Und wenn du zum Beispiel vollgeschwitzte Schuhe hast und dann anschließend den Schuhspanner da reinspannst, dann kann der Schuh einfach besser atmen und vollgeschwitzte Schuhe trocknen dann einfach wesentlich besser. Und riechen auch noch weniger. So Leute, und jetzt bin ich mal gespannt. Schreibt mal bitte unten in die Kommentare rein, wer von euch alles zu Hause ein Air Force One in seinem Kleiderschrank hat. Ich bin wirklich gespannt, wie viele von euch da draußen diesen All-Time-Klassiker im Schuhschrank stehen haben. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Air Force One-Style. Teilt das Video liebend gerne mit euren Freunden. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.